passiert eigentlich, wenn man die übereinander hält? Jetzt, wenn damit sämtliches Leben ausgelöscht wird, kreuze ich jetzt die Strahlen. Das heißt, wir haben hier etwas, die für den Baustelleneinsatz geeignet sind. Absolutes Top-Gerät, da kann man überhaupt nichts sagen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Laserentfernungsmesser. Vor kurzem habe ich zu diesem Dreiergespann hier ein Video gemacht, das verlinke ich dir auch mal hier oben. Und viele von euch haben mich gefragt, Mensch, kannst du nicht mal das gesamte Line-Up zeigen, also wirklich alle Geräte, die es da gibt, was ist der Unterschied zwischen dem zu dem und dem mit dem und so weiter und so fort und anderen Herstellern. Ich habe heute erstmal gesagt, wir fangen mal bei Bosch an, nicht weil ich Bosch super toll finde, sondern weil ich die durch Zufall, aber fast alle bis auf das hier bei mir im Lager hatte. Da habe ich gesagt, wir machen erstmal das Video, schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr sagt, ihr wollt auch einen Vergleich zu anderen Herstellern haben. Vielleicht ein Hinweis gleich ganz zum Anfang. Hier das GLM 120. Ja, viele von euch wollten einen Vergleich haben zum Leica Disto. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, genau als Vergleich Leica gegen Bosch. Das verlinke ich dir mal hier oben. Sollst du dir unbedingt anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Eure Kommentare lohnen sich natürlich wieder doppelt, weil es ist ja Freitag, es gibt etwas zu gewinnen. Das heißt, jeder Kommentar nimmt an der Verlosung teil. Und zwar haben wir heute den hier. Mal gucken, ob ich den richtigen habe. Und zwar, ja, durch Zufall, den GLM 5027 GC mit Akku, grünem Laser und so weiter und so fort. Den gibt es heute entsprechend in der Verlosung. Lass uns mal wirklich hier mal kurz durchgehen. Ich versuche das hier mal wegzunehmen. Ah, perfekt. Also, wir haben hier den, ich kann es auch ablesen, wunderbar, den GLM 30. Ja, dann haben wir den GLM 50 in drei verschiedenen Varianten mit einem roten Laser, mit grünem Laser, mit normaler Batterie und mit Akkufach. Dann haben wir hier den GLM 80. Dann würde hier theoretisch noch einer stehen, der GLM 100, der ist aber, der wird nicht mehr verkauft, den gibt es momentan nicht mehr. Und den GLM 120. Ja, das ist das gesamte Line-Up. Und dann lass uns vielleicht auch mal über das Thema Preise gleich mal sprechen. Wie immer findest du übrigens unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich zu diesen Geräten. Und wir haben hier eine Preisrange von 60 bis 220 Euro. Und das vielleicht nochmal in langsam. Wir haben hier den kleinsten, den GLM 30. Der kostet rund 60 Euro. Dann kommen wir hier so in die 150 Euro Region. Dann kommen wir hier in die 170 Euro Region, so in etwa. Hier sind wir schon nur noch bei 150 wieder, beim GLM 80. Warum? Das zeige ich dir auch gleich. Unter anderem, weil das hier eines der ältesten Geräte hier im Test ist. Und dann sind wir hier beim GLM 120 bei 220 Euro, so in etwa. Ja, denkt dran, Preise können variieren. Deswegen schaut immer unten in den ehrlichen Preisvergleich. Da seht ihr ein aktuelles Angebot. So, und jetzt ist es so, dass die Namen dieser Geräte auch einen wichtigen Hinweis geben auf ihre Funktion. Denn die Zahl hinten steht immer für die maximale Entfernung, die du messen kannst. Deswegen, das heißt also hier beim GLM 30, ja, beim kleinsten, kommst du halt 30 Meter weit. Hier 50 Meter, 50 Meter, 50 Meter, 80 Meter und 120. Und jetzt ist die Frage, welches ist denn das richtige Gerät für dich? Weil deswegen guckst du das Video wahrscheinlich, um zu wissen, welche Klasse an Geräte, welche Funktion brauche ich denn eigentlich? Und da möchte ich dich jetzt mitnehmen und deswegen möchte ich alle Geräte hier einmal dir zeigen, damit du für dich entscheiden kannst, was ist denn eigentlich das richtige Gerät? Und deswegen fangen wir hier bei unserem kleinen Hosentaschenwunder an, weil der ist so klein, der passt in jede Hosentasche. Und der hat auch vor allem eine Sache, die ich wirklich gut finde. Der hat nur eine Taste. Also, hier eine Taste. Komm mal her. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich möchte es mal zeigen. Wir haben hier wirklich, guck mal, wenn ich das so hinstelle, ja, an was erinnert euch das hier? Ja, irgendwie ist witzig, oder? Das YouTube-Symbol sieht dem schon ganz ähnlich. Die Frage ist, hat das Bosch schon früher gehabt? Na, wie auch immer. Oder darf Bosch? Naja, egal. Also, wir haben hier auf jeden Fall eine einzige Taste. Ich lege euch das hier mal hin. So, ich hoffe, das kriegt die Kamera drauf. Wir haben hier genau eine Taste. Klick.
Und dann sehen wir hier, wir können jetzt Entfernung messen. Also wirklich nur Entfernung von A nach B. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist jetzt hier auf den Knopf drücken. Jetzt ist der Laser an. Ich hoffe, man sieht ihn hier auch irgendwo. Mal gucken, da sieht man ihn. Da ist der Laser. Ich drücke nochmal drauf. Und dann haben wir hier entsprechend die Entfernung gemessen. Ja, ich nehme das Ganze, kann hier irgendwo hinmessen. So, habe hier das Ganze gemessen. Und sehe 1,5 Meter. Und mehr kann das Gerät nicht. Das kann genau das. Es hat einen roten Laser, das ist ganz wichtig. Wir kommen nachher nochmal zum Unterschied zum grünen Laser. Aber das ist alles, was das Gerät hier kann. Jetzt könnte man sagen, ja, kann ein bisschen wenig, kann, was ist jetzt hier los? Das ist halt ein recht günstiges Gerät. Und wem das reicht, ja, also wer keine Volumenberechnung haben will, wer keine Flächenberechnung haben will, oder, da kommen wir gleich noch dazu, für den ist das ein richtig gutes Gerät. Das ist ein Einsteigergerät, ohne Frage. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist normal jemand, der ein Haus hat zum Beispiel oder ein Haus bauen möchte oder eine Wohnung oder regelmäßig irgendwelche kürzeren Strecken ausmessen möchte, dann ist genau das hier das Richtige. Wenn du auch keine Flächen berechnen möchtest oder, dann ist das ein super Gerät, weil ja, du einfach ein Knopfbedienung, du kannst auch nichts falsch machen. Ich lese jetzt mir mal die Kamerafrau an. Wie weit ist sie weg? 1,965 Meter. Und das finde ich schon wirklich gut. Dafür ist das da. Aber auch für nicht mehr und nicht weniger. Wir haben einen riesen Unterschied hier zu diesen drei Geräten. Erstens sind natürlich die neuesten auf dem Markt, aber sie sind wesentlich robuster und wesentlich stärker gummiert. Schaut euch das mal an. Kommt ein bisschen dichter. Wir haben hier eine umlaufende Gummierung hier überall. Also hier würde ich an allen Ecken, auch hier an den Ecken und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier etwas, das ist also wirklich, das kann man auch mal hier aus der Hand fallen lassen versehentlich und dann funktioniert das Ganze trotzdem noch. Das heißt, wir haben hier wirklich Geräte, die für den Baustelleneinsatz geeignet sind und auch wirklich maximal robust sind, auch entsprechend vor Spritzwasser und so weiter geschützt sind und so weiter und so fort. So dass du, wenn du ein Gerät haben möchtest, was du wirklich quasi überall mit hinnehmen kannst, wo du auch wirklich sehr, sehr, sehr lange auch einen robusten Einsatz etwas haben möchtest, dann sind diese drei oder eins von diesen drei auf jeden Fall das Richtige für dich. Wir haben ja hier gesagt, hier haben wir genau eine Funktion, einen Knopf, Entfernung, fertig. Das ist bei den drei anders. Vielleicht nochmal der Tipp, wenn du diese drei dich dafür interessierst und jede einzelne Funktion gezeigt haben möchtest, dann guck dir bitte das Video an, was ich dir hier oben verlinke. Da siehst du alles mit der App und so weiter und so fort, was du machen kannst. Bevor ich übrigens die Funktion dieser drei Geräte zeige, möchte ich nochmal ganz kurz etwas sagen. Und zwar, das hier ist eine eigene Geräteklasse quasi. Der hier muss dann raus. So. So. Und zwar aus folgendem Grund, die haben alle ein C am Ende. C, 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 C. Und warum? Weil sie ein Connectivity-Modul haben. Das heißt, sie alle haben Bluetooth und du kannst sie mit deinem Handy verbinden. Und dann hast du eine App auf deinem Handy, wo du diverse Dinge machen kannst. Das zeige ich dir am Ende, wenn wir die ganzen Funktionen mal durchgegangen sind. Und da unterscheiden sich, das unterscheidet sich ein bisschen, aber da kommen wir am Ende noch mal dazu, weil er hier kann noch ein bisschen mehr als die anderen. Aber da kannst du noch mal eine Menge interessanter, noch mal andere Funktionen. Aber jetzt erstmal schauen wir uns mal die Grundfunktion dieser drei hier an. Ich hätte ja vorhin gesagt, wir haben hier drei verschiedene Geräte. Die Funktionen, die ich dir gleich an einem der Geräte zeige, sind absolut identisch. Aber sie unterscheiden sich natürlich doch ein wenig von der Funktionalität. Und zwar nur in zwei Dingen. Nummer eins, wir haben hier einen roten Laser, grüner Laser, grüner Laser. Hier hinten haben wir ein Batteriefach, beim grünen nicht, beim roten Laser. Ja, Moment. So, jetzt aber hier. So, dann haben wir hier, bei dem hier, haben wir hinten ein Batteriefach. Ja, und bei der maximalen Version ist es so, bei der hier haben wir einen grünen Laser und hier hinten ein, Moment, ich zeige euch das mal hier, ein Akkufach. Ja, ich finde es super, weil man das Ganze wieder aufladen kann und damit auch weniger Müll produziert. So, jetzt schauen wir uns mal auch Folgendes an, und zwar die Funktionen, die wir hier haben. Erstmal sehen wir hier, wir haben ein, Moment, fangen wir mal hier an. Wir haben hier ein Farbdisplay, da seht ihr das schon. Wir haben hier wirklich Farbe und ein recht hochauflösendes Display. Jetzt können wir hier verschiedenste Funktionen auswählen. Ja, die können wir hier einfach über das Drehrad auswählen. Wir können die Länge messen, können eine Dauermessung machen, wir können Flächen messen, wir können Volumen berechnen, indirekte Höhenmessungen machen und so weiter und so fort. Ich zeige euch mal erstmal den Klassiker, ja, hier die Entfernungsmessung. Ich kann einfach hier drauf gehen,
drücke einfach den Knopf, ja, und messe dann die Entfernung, ja, 2,55 Meter und so weiter und so fort. Und ihr seht auch hier, jetzt hier an dem Punkt, das ist ein grüner Laser. Das hat einige Vorteile. Nehmen wir jetzt mal hier den anderen. Wir haben hier einen roten Laser. Jetzt sagst du erstmal, naja, da ist ja auch kein großer Unterschied hier. Aber wir haben schon einen gewissen, was passiert eigentlich, wenn man die übereinander hält? Selbst wenn damit sämtliches Leben ausgelöscht wird, kreuze ich jetzt die Strahlen. Na, was ist denn das? Mensch, sieht ja lustig aus hier. Naja, auf jeden Fall haben wir hier zwei verschiedene Laserfarben. Aber der Unterschied, den zeige ich euch mal. Also der Unterschied zwischen grün und rot, und auch egal, ob ich jetzt den kleinsten, hier den 30er oder 120er nehme, bei roten Lasern ist es so, dass der Mensch einfach das grüne Laserlicht besser sehen kann. Das ist einfach der Hintergrund. Deswegen gibt es grüne und rote. Und je heller es wird, umso eher kann man den grünen noch erkennen, anstatt den roten. Der Mensch nimmt einfach das grüne Farbspektrum auch viel besser wahr. Und gerade, ich versuche euch das mal hier irgendwo zu zeigen. Moment. Und hier seht ihr das schon. Der grüne Laser, der ist noch ganz gut sichtbar. Der rote, der verschwimmt immer mehr. Jetzt, wo es hier relativ hell ist und wir knapp, nicht mal 10 Meter, sondern vielleicht 5 Meter Entfernung haben. Und so ist es so, dass ihr beim grünen Laser, auch gerade wenn die Entfernung steigt, ihn wesentlich eher sehen könnt. Übrigens gibt es auch Laserbrillen, die euch dabei helfen, den Laser nochmal extra gut erkennen zu können. Und gerade im Außenbereich macht das total Sinn, einen grünen Laser zu nehmen. Und wenn ihr jetzt euch den preislichen Unterschied anschaut, gerade jetzt hier vom roten Laser zum grünen Laser, macht es aus meiner Sicht total Sinn, den grünen Laser zu nehmen. So, was ihr aber auch noch machen könnt, ist Folgendes. Und zwar könnt ihr hiermit zum Beispiel auch Volumen berechnen, beziehungsweise nehmen wir mal erstmal eine Fläche berechnen. Wir gehen hier zum Beispiel auf Fläche und jetzt müssen wir einmal Fläche 1 und Fläche 2 jetzt berechnen. Und jetzt nehmen wir mal hier eine kurze Strecke nur. Ja, dann sagen wir hier, schaut mal, hier blinkt das auch. Ihr seht ja auch, was entsprechend gemessen wird. Ja, Nummer 1, so. Jetzt haben wir eine zweite Seite, die wir messen können. So, und jetzt sehen wir, haben hier 0,238 Quadratmeter. Und jetzt können wir dasselbe auch noch machen, indem wir hier einfach mal einen Schritt weiter gehen. Wir können auch das Volumen berechnen. Also wenn wir ein Raumvolumen habt, dann können wir dasselbe hier auch machen. Ihr seht hier unten wieder, wir haben hier das erste. Dann machen wir das zweite. Jetzt machen wir mal so, wir sind ein bisschen weiter weg. Dann wieder die Höhe. 2,7 Meter habe ich etwas vorbeigelasert. Jetzt ist ein Volumen von 0,7 Kubikmetern. Und jetzt erkennst du auch, wofür ist das Gerät hier eigentlich? Eigentlich ist das so der Allrounder. Das, was diese beiden oder diese drei Geräte besser gesagt können, das können die beiden hier auch. Ja, ohne Frage. Aber diese drei, für wen sind die eigentlich? Das sind eigentlich die perfekten Geräte, zum Beispiel für alle Handwerker, die Aufmaß nehmen müssen, also als Beispiel. Oder für Architekten finde ich das perfekt. Oder für jemanden, der auch gerade sein Haus baut und alles nochmal nachmessen will, richtig schön sich das anzeigen lassen möchte und so weiter und so fort. Zum Thema App kommen wir nochmal. Oder zum Thema Software und so weiter, wie du es mit deinem Handy verbinden kannst. Das ist mega interessant. Also wirklich auf jeden Fall bis zum Ende schauen. Aber genau für denjenigen sind diese Geräte. Weil du kannst wunderbar Flächenberechnungen höhen. Du kannst auch indirekt eine Höhe messen. Ja, da kannst du dich unten hinstellen, kannst nach oben lasern und weißt dann, wie hoch ein Gebäude ist oder wie hoch ein Objekt ist. Oder wenn du zum Beispiel als Dachdecker eine Dachfläche berechnen musst und so weiter und so fort. All das kannst du mit diesen drei Geräten machen. Dazu sind sie robust. Du hast einen grünen Laser, du hast Connectivity und du hast ein Akku-Pack. Insofern, dafür sind das eigentlich genau die richtigen Objekte. Jetzt habe ich die Objekte genannt, natürlich falsch, genau die richtigen Geräte. Was nochmal übrigens ganz wichtig ist, du kannst bei den Geräten einstellen, von wo sie messen. Ja, im Gegensatz zu dem hier ist es immer so, dass er immer von hinten misst. Also das ist immer die Bezugsgröße. Er misst von hinten nach vorne eine entsprechende Länge. Es ist hier so, dass ich entweder von hier aus messen lassen kann. Ich kann aber auch von hier aus messen lassen oder hier auch auf das Stativ bezogen. Ja, ihr seht das hier oben. Da seht ihr, von wo aus gemessen wird. Genau da von diesem Pfeil. Ihr könnt hier drauf gehen und dann könnt ihr hier auswählen, von wo gemessen werden soll. Ja,
Ist eigentlich ganz einfach. Und jetzt kommen wir zum nächsten, zum GLM 80. Und jetzt könnte man sich sagen, naja, das brauche ich ja eigentlich gar nicht, sondern auf jeden Fall, dann ist meinetwegen das genau das Richtige, weil von der Funktion her kann das genau dasselbe. Es kann Flächen berechnen, indirekte Höhenmessungen, es kann Volumen berechnen und so weiter und so fort. Aber es ist schon das wesentlich ältere Gerät. Und ich möchte euch den Clou dieses Gerätes gleich am Anfang erzählen. Da fällt mir ein, ich habe euch was vergessen an dem Gerät hier zu erwähnen. Und zwar, Moment, jetzt müssen wir mal kurz zurückspringen. Und zwar haben wir hier, den hier wollte ich nehmen. Und zwar haben wir hier Folgendes. Ich lege euch das hier mal hin. Und dann schaut ihr da mal rein. Und zwar seht ihr hier Folgendes. Ihr seht hier, ihr habt hier eine Wasserwaage drin. Seht ihr das da? So, also ihr könnt hier entsprechend ja, die Neigung messen. Oder ob das hier gerade ist. Ja, wir haben hier auf 0,1 Grad, genau ist das hier im Wasser. Das heißt, wir haben hier wirklich eine schöne gerade Fläche. Und das kann er hier auch. Das ist kein Problem. So, der kann das genauso. Schaltet mal ein. Und dann kann er das auch. Ich lege euch das hier mal hin. Und dann seht ihr hier, jetzt muss ich selber mal gucken, da. Hier seht ihr das da, auch 0,1. Aber natürlich habt ihr als Bezugsgröße nur dieses Teil hier. Jetzt wollt ihr aber vielleicht wollt ihr das wirklich gut nutzen können. Und dafür gibt es das hier. Ja? Zwar diese R60-Schiene. Also eigentlich ist es eine Wasserwaage, aber ihr wisst, aber der Name ist halt Schiene. Und zwar könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt das hier einsetzen. Na, ganz verrückt, ja. Und zwar ihr setzt das hier ein. So. Macht das Ganze hier fest. Und dann habt ihr das hier eingesetzt. Und dann könnt ihr das Gerät hier, also den Entfernungsmesser, als Wasserwaage nehmen und könnt eine ganz interessante Funktion machen, weil ich mache es mal erstmal nur an. So, ich schalte das Ganze hier ein. So. Und dann habt ihr hier diese Wasserwaagenfunktion automatisch aktiviert. Und jetzt können wir hier, Moment, ich versuch's mal, hört mal. Vielleicht hört ihr das. Ihr habt also gesehen, wenn ich kurz vor 0 Grad bin, fängt es an so piep, piep, piep. Also es gibt so ein Signal, dass es fast gerade ist. Und wenn es genau auf 0 ist, dann macht es so ein leichtes so piep, 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 piep. So ein Geräusch gibt es von sich, dass du weißt, jetzt sind wir genau im Wasser. Und deswegen haben wir auch diese Schiene, um entsprechend eine Länge zu haben, damit ihr nicht auf so einer ganz kurzen Länge, wie jetzt hier von so einem Gerät, das Ganze nachmessen könnt. Ich finde es hier in dem schon wirklich gut gelöst. Übrigens, falls ihr euch fragt, ob auch andere Geräte hier reinpassen, nein, das ist nur für genau dieses eine Gerät, nur für das GLM 80. Dafür ist diese Schiene hier kompatibel. Übrigens kostet die Schiene hier so um die 45 Euro. Jetzt gibt es hier etwas, was die anderen Geräte, ja, wie die hier, nicht haben. Und zwar diesen Pin hier hinten. Bei dem Gerät ist es so, wir hatten ja vorhin gesagt, wir können es einstellen, die Messung von hier, die Messung aus der Mitte, also vom Stativ oder von hier. Übrigens, vielleicht mal als Hinweis, ja, alle Geräte, die wir hier haben, ja, alle außer der kleine, die haben alle hier eine Stativaufnahme. Also hier, 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 da und natürlich auch da. Ja? Hier entsprechend überall in Metall ausgeführt, hier noch in Kunststoff. So, aber worauf ich hinaus wollte, ist dieser Pin hier. Und zwar ist es so, dass ich hier das Ganze umklappen kann und dann kann ich viel einfacher an so eine Ecke ran. Das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel von hier aus messen. Da kann ich das hier so nehmen und hier hin tun. Ganz genau so, jetzt kann ich messen. Ich kann aber auch einfach diesen Pin hier umlegen und kann jetzt messen. Ja, dafür ist das Ganze da, um viel einfacher jetzt hier ranzukommen. Und jetzt gibt es noch eine Spezialfunktion, und zwar etwas, was wirklich dem Gerät hier, was das hier nicht hat, also was die GLM 50 nicht haben, und zwar man kann das noch eins weiter umklappen. So, nach unten. Jetzt denkst du dir, naja, warum soll ich das jetzt von hier messen? Macht gar keinen Sinn. Ganz einfach. Um aus Raumecken zu messen. Wenn du in einer Raumecke bist, kannst du dir das ja sicherlich vorstellen. Ich simuliere das mal. Moment. Ich mache das mal für euch hier. Wir haben jetzt hier meinetwegen eine Raumecke. So. Jetzt nehmen wir das Gerät und jetzt kommen wir bitte von oben hier. Jetzt nehmen wir das Gerät und messen von hier. Ja? Dann sind wir nicht richtig in der Ecke. Wenn wir so sind, sind wir natürlich in der Ecke. So auch. Aber wenn du jetzt hier diagonal messen möchtest, dann kommst du nicht richtig in die Ecke rein. Hier ist es so, dass wir den Pin nehmen, dann haben wir hier unten die Möglichkeit, es umzustellen. Ja,
So. Jetzt haben wir den Pin drin. Und jetzt misst er genau von dort. Und jetzt können wir damit genau in die Ecke und können dann da entsprechend rüber messen. Das ist der Vorteil hier von dem Pin. Übrigens, was ich vorhin noch gar nicht erwähnt habe, beim günstigen Preis vom GLM 80 im Verhältnis zu dem etwas teureren Grünlaser hier, ist es so, dass wir hier schon ein Akku-Pack mit drin haben. Ja, also das Ganze wird aufgeladen hier mit USB, ja, und haben hier keine normalen Batterien drin. Aber schauen wir uns mal ganz kurz nochmal das Thema Funktionen an. Hier sehen wir nicht dieses schöne neue Funktionsdesign wie von dem Gerät, sondern hier müssen wir viel noch von Hand auswählen. Wie zum Beispiel jetzt hier muss ich sagen, kann hier auch wieder entsprechend Flächen berechnen, ich kann hier Volumen berechnen und so weiter und so fort. Das Ganze muss ich eher hier von der Hand auswählen, auch hier, wo ich den Pin nehme und so weiter und so fort. Aber es funktioniert. Hier auch genau diese die Winkelmessung, ja, also das Thema Wasserwaage und so weiter und so fort. Also man kann hier auch immer noch eine ganze Menge mitmachen, ja, das funktioniert auch alles, aber, jetzt müssen wir zurückkommen hier, aber es ist von der Funktion her nicht so einfach und intuitiv wie die neueren Geräte. Falls ich es vorhin noch nicht rübergebracht habe, der GLM 80 hat eine Strecke von maximal 80 Metern. Bitte bedenkt, bei sehr starkem Sonnenschein und wenn die Fläche, die angelasert wird, nicht so richtig gut reflektiert, dass auch die 80 Meter nicht immer erreicht werden. Aber hier jedenfalls haben wir ein Gerät, was bis 80 Meter weit schafft. Deswegen hier 80, 50, 30, 120. Und für wen ist das Gerät hier eigentlich genau das Richtige? Ich bin der Meinung, wenn du dich eh schon in dieser Preisklasse aufhältst und das hier nicht brauchst, dann würde ich eher hier hin tendieren. Und hatte ich ja vorhin schon gesagt, für wen das Gerät das Richtige ist. Wenn das hier für dich eine Anwendung ist, wo du sagst, das brauchst du regelmäßig oder möchtest du regelmäßig benutzen, dann ist das vielleicht hier genau das Richtige. Genauso wie vorhin schon gesagt, für Architekten, für Hausbauer, jemand, der regelmäßig Räume ausmisst oder der einfach ein Handwerker, der sich entsprechend das hier sein Aufmaß vereinfachen möchte. So, jetzt kommen wir zum nächsten und zwar zum GLM 120. Und hier haben wir, oder spätestens das Gerät wirft ein echtes Problem auf. Aber vielleicht machen wir es nochmal anders. Wir haben hier ein Gerät, das schafft 30 Meter. Jetzt drücke ich hier drauf und mache hier, Laser mal, so, jetzt haben wir hier 8 Meter. So, 30 Meter, ich gucke jetzt nochmal, versuche den Punkt mal hier zu treffen. Ich sehe den, aber bei 30 Meter könnte ich den Punkt noch sehen. 30 Meter, unterschätzt mal 30 Meter nicht. Hier haben wir schon 50 Meter. Überlegt auch mal, braucht ihr 50 Meter? Wie oft messt ihr 50 Meter? Aber dann stehst du da und misst 50 Meter geradeaus. Das ist eine ganz schöne Strecke. Also bei 50 Meter noch diesen Punkt zu sehen, ist ein echtes Problem. Bei 80 Meter bin ich der Meinung, das kannst du vergessen. Also bei 80 Meter, wenn du einfach, also aus der Hand, einfach mal so hier, ich lese jetzt hier mal 80 Meter, das geht glaube ich sowieso nicht mehr, dann ist es schon eigentlich langsam ein Stativthema. Und mit Stativen ist auch wieder so eine Frage, wie gerade, na wie auch immer. So, aber jetzt haben wir ja schon 120 Meter. Dann ist wirklich die Frage, auf 120 Meter siehst du den Punkt garantiert nicht mehr. Also da so weit zu kommen, das ist wirklich schwer. Aber wie laserst du das an? Wie findest du den Punkt, wo du hinlaserst? Und deswegen hat der GLM 120 eine ganz andere Funktion. Die zeige ich dir jetzt mal. Hier beim GLM 120 sehen wir jetzt ein schönes, großes Display. Ich schalte das Ganze mal an. Und ihr seht hier, das ist wirklich ein schönes Farbdisplay. Auch spiegelt leider jetzt ein bisschen. Aber, und jetzt nehme ich euch mal mit, mal gucken, ob wir es halbwegs hinkriegen. Jetzt schaut mal hier, schaut mal von oben drauf. Seht ihr das? Seht ihr hier in der Mitte, da ist ein Zielkreuz. Und hier können wir jetzt Folgendes machen, und zwar wirklich zielen. Jetzt kann ich genau zielen, wohin ich will. Erkennt ihr das? Geht mal ein bisschen dichter ran. Da ist der echte Werkzeugfernaufkleber, da an der Stelle. Und jetzt kann ich Folgendes machen, dass ich genau dahin ziele. So, und messe. Sind 2,58 Meter genau von hier bis zum echten Werkzeugfernaufkleber. Das ist eben der Unterschied hier dieses Gerätes, dass ich hier das messen kann, dass ich hier also einen Punkt habe, wohin ich messen kann. Wir sehen hier halt
wir sehen jetzt also, wir haben jetzt hier unseren Zielpunkt und daran können wir ausrichten. Ergo, wenn wir jetzt hier einen sehr weit entfernten Punkt haben, wo wir hin messen wollen, dann können wir uns hiermit ausrichten auf eine sehr weite Entfernung und sind sicher, dass wir auch den richtigen Punkt treffen hier, wenn wir das entsprechend hier machen. Wir haben übrigens auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt sagen, okay, dieses Bild, was wir haben, wollen wir speichern, dann können wir hier einfach auf, Moment, ich muss jetzt mal gucken, dass wir hier, so jetzt habe ich auf Speichern gedrückt hier und jetzt ist das Bild gespeichert. Ergo, dieses Foto hier mit den Angaben ist jetzt hier in dem Gerät drin gespeichert und ich kann es später wieder aufrufen. Übrigens, so wie vorhin bei den anderen, ist es auch so, dass wir hier die ganz normalen Funktionen haben, die wir vorhin kennen, Fläche, Volumen, indirekte Messung und so weiter. Das Thema Wasserwaage haben wir hier auch drin, wie in den anderen Geräten auch. Hier natürlich alles etwas, alles mit einem Farbdisplay, sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schön gemacht. Hier können wir auch, so, ich versuche es mal auf 0, schwer zu halten mit der Hand. So, ja, aber ihr habt es gesehen. Ja, auch diese Funktion haben wir hier, können das entsprechend alles auswählen. Also wie ihr seht, das ist das hochwertigste Gerät, was wir hier von Bosch haben. Aber was ihr auch seht, ich mache es mal zwischendurch aus, dass wir hier, dass es kein Gerät ist für den harten Einsatz. Also hier seht ihr keine Gummierung hier an der Stelle. Das ist alles hier nur hier vorne. Das Display ist entsprechend auch empfindlicher als die anderen Displays. Ist auch nicht so wie das hier. Ihr seht hier zum Beispiel, hier ist es vor, hier vorne ist noch Gummi, dementsprechend ist es geschützt. Hier ist es entsprechend nicht geschützt. Ja? Also hier könnte auch eher etwas damit passieren. Was ich sehr toll finde, ist dieser Knopf. Das heißt, ihr könnt auch hier den Laser bedienen. Ja, ich zeige dir das mal. Ich nehme das Ganze, schaue von oben, schaue mir einen bestimmten Punkt an, wohin ich lasern möchte und kann hier an der Seite dann auslösen. Und kann dann entsprechend messen. Das ist viel intuitiver, als wenn ich das so halten würde, dann kann ich es nicht so gut halten. Ist viel besser, ich halte es so, ja, so an der Stelle, lese etwas an, wo ich hin möchte und dann habe ich hier meine entsprechende Entfernung. Das ist das einzige Gerät, was man so entsprechend bedienen kann und was auch diese Funktion hat. Dann noch eine andere Sache, die ich zeigen möchte, ist Folgendes. Und zwar, wir haben hier ja auch wie heißt das eigentlich? Wir haben es vorhin genannt hier, den Messpin. Ja, wir haben hier auch diesen Messpin. Aber wenn du den ausfährst, geht automatisch dieses Menü auf und er zeigt auch automatisch, wo er ist. Jetzt sagt er, okay, jetzt messe ich entsprechend von hier hinten. Ich kann das Ganze auch nach oben machen. Dann misst er, ja, wie eben auch von hinten, dann kann ich sagen, okay, ich mache es ganz von hinten. Also hier mit dem Pin an der Ecke oder an der Kante, dann detektiert er das entsprechend. Ja. Oder ich kann auch von Hand sagen, ich möchte von der Vorderkante messen. Das finde ich sehr intuitiv gemacht und das ist wirklich sehr einfach zu bedienen und gleich hier mit einer Funktion drin, finde ich super. Du hast gerade gesehen, wie das Ganze funktioniert hier mit dem GLM 120. Wenn du mich jetzt fragst, für wen ist das eigentlich das richtige Gerät? Ich sag mal, das ist erstmal für jemanden, der den maximalen Komfort haben möchte, ja, also wirklich sagt, ich möchte ein Farbdisplay haben, ich möchte die Kamera haben, ich möchte anlasern können, also ich möchte einen bestimmten Punkt anvisieren können mit der Fotofunktion, mit der Bildschirmfunktion. Ja, für die ist das Richtige. Ich denke mal, zum Beispiel auch Architekten können sich damit sicherlich gut anfreunden. Aber jemand, der sehr häufig auf so richtig auf der Baustelle ist und auf der Baustelle dementsprechend, ich sag mal, auch im Dreck ist, für den ist das Gerät eigentlich zu schade. Weil ich glaube, es würde zu schnell verschmutzen oder zu schnell dreckig werden und dann kommt der Staub rein, beziehungsweise kommt da vielleicht irgendwo mal ein bisschen, nicht nur Staub, sondern vielleicht auch Bohrmehl irgendwo dazwischen, das Display zerkratzt und so weiter und so fort. Was mir auch übrigens ein bisschen weniger gefällt, ist, dass das Display nicht entspiegelt ist. Das macht das Ablesen teilweise ein bisschen schwer. Ansonsten ist das schon ein absolutes Top-Gerät. Da kann man überhaupt nichts sagen. Vor allem jetzt in Verbindung. Und jetzt kommen wir zum Thema C am Ende des Buchstabens von den Geräten, die ich hier vorhin meinte. Und zwar das Thema Connectivity. Es gibt von Bosch die sogenannte Measure On App. Das heißt eine App auf dem Handy. Hier könnt ihr einfach ein beliebiges dieser Geräte hier mit verbinden.
Und dann habt ihr eine große, große Anzahl an Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel Nummer eins, ihr macht Folgendes, ihr macht einfach ein neues Aufmaßblatt. Ihr könnt zum Beispiel erstmal sagen, ich mache ein neues Projekt, für zum Beispiel für ein ganzes Haus. Ich möchte ein ganzes Haus einmessen. Innerhalb des Projekts macht ihr ein Aufmaßblatt und da könnt ihr mit dem Finger den Raum selber zeichnen. Das heißt, ihr zeichnet den Raum dann selber hin, er wird dann erfasst und wird dann ordentlich dargestellt. Und dann könnt ihr eine beliebige Wand nehmen und könnt dann entsprechend jede Wand dann ausmessen mit diesen Lasern, die hier stehen. Also allem außer dem GM30 könnt das ausmessen. Und dann wird das alles automatisch hier direkt übertragen über Bluetooth. Das finde ich wirklich super und auch wirklich super gelöst. Was ich auch schön finde, ist, dass man auch kompliziertere Formen machen kann, dass man auch Türen einzeichnen kann, Fenster und so weiter und so fort. Sodass du dann komplett alles digital dran hast und musst dann nicht mit dem Stift jeden Raum aufzeichnen und das hinterher alles noch digitalisieren, sondern hast es dann in dem Moment schon da oder ich sag mal, oder du schreibst das und dein Kollege kann es sicherlich lesen oder. All das verhinderst du damit eigentlich und hast hier dann eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das schön direkt zu machen. Was ich auch super finde, ist, dass man ein Foto machen kann in der App. Ja, zum Beispiel wie von der Tür da hinten mache ich ein Foto, dann bemaße ich das Ganze im Foto und messe das Ganze aus. Und schon habe ich so Spezialobjekte. Und wenn ich zum Beispiel sage, zum Beispiel das Tor, wie groß war denn das nochmal? Dann kann ich das hier fotografieren und dann sagen, so und so groß war entsprechend dieses Objekt. Finde ich auch eine super Lösung. Und so ist es so, dass wir hier, dass diese Geräte wirklich nicht nur einzeln zu betrachten sind, sondern eben auch mit dem Connectivity-Thema, was du übrigens kostenlos bekommst. Also die App kannst du dir kostenlos im App Store runterladen für dein Android- oder Apple-Smartphone. Und dementsprechend erweiterst du das Ganze jetzt nochmal. Wenn du mich jetzt fragst, was ist das perfekte Gerät, kommt immer darauf an, wie ich vorhin schon sagte. Ich muss sagen, ich finde sie alle einzeln wirklich sehr gut für den einzelnen Anwendungsfall. Den kleinen hier für einfach mal nur, ich sag mal, casual lasern, einfach mal schnell eine nur einfache Längen mit lasern. Diese drei hier sind schon sehr interessant, vor allem mit dem grünen Laser. Das Gerät hier, vor allem interessant, wenn du sagst, hier so eine Messschiene ist für dich das Richtige. Und hier natürlich der Luxus, ja, der Bentley unter den Laserentfernungsmessern. Und falls nochmal, weil ich habe es ja vorhin schon erwähnt, denk dran, den Unterschied zu Leica oder den Vergleich zu Leica habe ich schon mal, ja, was ist schon anderthalb oder fast zwei Jahre her. Deswegen kennen viele das Video, glaube ich, noch nicht. Wenn dich das interessiert, schau es dir mal an. Und natürlich sei auch nochmal zum Schluss darauf hingewiesen, dass der hier, jetzt muss ich gucken, der hier mit dem Akku-Pack hinten, dass der heute hier zur Verlosung steht. Also ich freue mich auf eure Kommentare, eure Meinung. Schreibt mal unten in die Kommentare, welches Gerät ihr am besten findet. Jetzt nochmal ganz kurz, was ist eigentlich das, was ich nehmen würde, beziehungsweise nicht nehmen würde, was ich schon genommen habe. Das hier ist jetzt meiner. Ihr kennt das ja, am Ende des Videos, die Hälfte behalte ich immer. Nein, ist Quatsch. Aber einige davon gehen auf jeden Fall dann hier in den Dauerfundus über. Und das Gerät hier ist für mich das Ding, weil grüner Laser mit Akku, allen Funktionen, mit allem drum und dran, vor allem hier auch, ja, hier für euch nochmal sehr robust. Und das ist einfach für mich, muss ich sagen, das richtige Gerät. Aber schreibt auch in die Kommentare, wenn ich nochmal einen Markenvergleich machen soll, dann vielleicht finde ich noch einen besseren von einer anderen Marke. Kann ja durchaus sein. So, und jetzt nicht ran ans Werkzeug bis zum nächsten Mal, sondern ran an den Lasern bis zum nächsten Mal.